Jo, was machen wir denn mal Schönes? Ich bin dafür, wir machen das mit dem Licht hier in Ordnung. Weil das nervt mich tierisch mit diesem hier rein und raus scrollen, dann wird es hell und dunkel. Das heißt, wir müssen dazwischen irgendwie auch noch immer Alien-Lichter bappen. Ja, das heißt, ich baue jetzt nicht die Sache auf für die Alien-Lichter, sondern ich gehe erstmal los und hole ein bisschen was von diesen Charge-Chunks. Waren irgendwo da oben. Und jetzt sollte ich demnächst mal Gates bauen. Mauer? Mauer. Da. Wobei ich ja echt nicht so oft rausgehe, ne? Gibt es ja auch nicht so viel Grund für. Ja, hier sind Charge Chunks. Sogar mit 200%. Na, das ist sehr gut. Also ich glaube zumindest, dass das Zeug war. Also entweder waren es die Charge Chunks. Oder es war... Schon wieder angefunden. Okay. Entweder die Charge Chunks oder die Omnicom Chunks. Aber die sind ja direkt nebenan. Und das sind beides unendliche Felder. Wo war das 200% Ding? Da. 206%. Und trotzdem kriege ich nur einen Chunk raus? Okay. Aber es gibt wenigstens Erfahrungspunkte. Ein Cursed Talon Part 3. Drill hier oben hin. Die Charge Chunk Sachen, also die ganzen Yoki Sachen, die werde ich nicht replizieren können. Also brauchen wir später hier einen Außenposten. Ja, das ist ärgerlich. Aber eventuell können wir die Basis ja ein bisschen expandieren. So, ich glaube, das reicht schon für ein paar Lichter. 14 Stück. Ja, und jetzt, wo ich diese Knubbel da sehe, das waren die. Die müssen jetzt einmal gecrushed werden, dann einmal geschmolzen und irgendwas anderes und dann passt das schon. Das heißt, ich baue mal ein P, ein C und ein W. Und dann klappt das schon irgendwie. Wobei, ein W haben wir schon. Abbrechen, 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 abbrechen. So, hier bitte einmal durch. Da bitte einmal zu. Warum arbeitet ihr nicht? Ich kann jetzt bessere Pipes bauen. Das ist... Autos. Gutes Stichwort. Ich weiß nicht, wie stark Autos sind. Von wegen Basis zerheizen mit dem Wagen. Oh, Panzer brauchen schon mal blau. Das ist nicht gut. Du brauchst auch blau. Und wir wollten eigentlich mit den Modulen was machen, ne? Ja, eigentlich. Wie machen wir das da? Das kostet fast gar nichts. So, warum machst du nichts? Gib mir all die. Dir fehlt Draht. Also fehlt hier oben Kupfer. Bam. Gut, weitermachen. Und ich sollte mal ganz kurz gucken, wie es bei Lichtern wirklich war. Also du brauchst diese komischen Knubbel. Die komischen Knubbel brauchen Crush-Zeug. Gleich. Das wird in einem P gemacht. Das wird in einem P gemacht. Und das wird in einem C gemacht. Also brauche ich nur... Was? Ein C hierfür, ein P, was? Ein P hierfür und ein P dafür. Also brauche ich noch ein zweites P, richtig? Ja. P? Dann kann ich kein P bauen, weil ich keinen Kupfer mehr habe. Ja. Ja, ja, ja. Und genau deswegen nie alle Ressourcen auf einmal wegtun und nicht Ressourcen da wegnehmen, wo man sie eh wieder hinfüllen muss. Ja, okay, laufen wir eine Runde. Einmal Stahl abholen, einmal hier alles abholen. Was so geht. Wir werden oben rechts angegriffen. Hey, 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 hey. Ganz ruhig. Wo bist du? Wo bist du? Wie kommt ihr hier rein? Ernsthaft, wie seid ihr hier reingekommen? Man kann da außen rumlaufen? Nee, kann man nicht. Laserturm. Das ist sehr komisch. Also wir können nicht darum. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man durch dieses kleine Ding da auch nicht durchlaufen kann. Oh, vielleicht wir nicht, aber die? Das muss ich im Auge behalten.
bau mal hier Mauern. Mach hier einfach mal. Ja, hier kann ich nicht mal bauen. Wie kann ich das dicht machen, wenn sie über das Hellblaue laufen können? Keine Ahnung. Und da oben werde ich auch keine runtersetzen können. Müssen wir jetzt Unterwassermauern bauen? Wie soll das denn gehen? Oder ist irgendwo ein Loch, was ich nicht sehe? Nö. Sehr kurios. Also nicht, dass sie irgendwas Schlimmes zerstört hätten oder so, aber... trotzdem komisch. Gut, wir liefern Ressourcen ab. Und wir bauen ein B. Dum, 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 dum. Ich habe langsam ein paar davon, ha? Ja, gut. Achso, und forschen. Immer schön forschen. Das Zeug haben wir gerade ganz viel. Machen wir davon was. So, die hätten wir gerne für unser Lab. 128 Stück. Das hört sich gut an. Wo auch immer das Labor jetzt nochmal war. Dafür fehlt uns Carbon. Okay, gehen wir durch diese Lavalampe, schnappen uns Carbon, geben dir Kohle. Das Plastikding hier unten braucht auch noch Kohle und die Anlage für die Steam Engines braucht auch Kohle. Du, hier, Kohle. Und so, ihr meckert nur, weil ihr keine Ärmchen habt. Das ist okay, ihr seid eh veraltet, euch nutzen wir gar nicht mehr. Ihr seid nur noch da, weil ihr da seid. So, du, hier Kohle. Das wäre nämlich auch bald leer gelaufen. Das ist nicht so schön. Brauchen wir für irgendeinen der Alien-Zwischenschritte hier Wasser? Nein, das ist sehr schön. Dann bauen wir das. Achso, die Fabriken haben andere Größe als die da oben. Ja, den bauen wir einfach hier mit in die Ecke. Hier sind ja eh schon so ein paar von den Sachen. Ist okay. Das heißt, du setzt jetzt einfach... das dahin, das dahin, das dahin. Zwischen überall kleine blaue Ärmchen. Wovon wir übrigens wieder mehr brauchen. So. Eine Kiste zum Unicomp-Ding reintun. Und eine Kiste am Ende, um die Alien-Sachen rauszuholen. Das heißt, du machst bitte das. Du brauchst doch Wasser. Ich wusste es. Okay, okay. Kein Problem. Wir sind anpassungsfähig. So. Rohre. Da Rohre. Du mach Wasser. Bau mehr davon. Die brauchen wir eh für auch die, ich glaube, irgendwelche Science-Sachen brauchen wir ja auch. So, Wasser kriegst du. Kiste. Da. Go. Schnitzel, 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 Schnitzel. Achso, dich müssen wir noch einstellen. Du machst bitte die da. Und du machst bitte die da. Achso, wir haben hier ein Nebenprodukt. Nebenprodukte sind nicht so gut. Ah, soll's. Genau. Und jetzt können wir schön viele Lampen nebenbei bauen. Das ist schon mal nett. Nebenbei immer weiter, ne? Da bauen. Und genau dafür brauchten wir die blauen Ärmchen. Stimmt. Also je mehr wir davon haben, desto besser. So, was noch, was noch, was noch? Resin haben wir langsam eine Menge, ja. Können wir eventuell auch auf Holz umstellen, weil Holz verbrauchen wir ja auch regelmäßig. Wegen den braunen Chips. Was sieht man noch bestimmt? Ah, okay. Das war nur ein ganz normaler Angriff. Ja, und die Lasertürme kriegen auch was ab. Das ist echt nicht gut. Vor allem hätte ich damit nicht gerechnet. Ich guck mal jetzt, ob da... also was für eine Leichen da liegen. Ob das wirklich Spuckerleichen sind, weil das müssen ja Spucker sein. Leiche? Ja, Small Spitter Corps. Noch sind sie nicht stark, das ist kein Problem. Aber wenn die stark werden, dann haben wir ein Problem. Und... weil das so verlockend aussieht, sammle das mal alles ein. Zack. Ganz ein lila Köttel da. So. Du siehst echt nicht gut aus.
Hätten wir jetzt eine Armee aus Robotern, die immer wieder die Sachen repariert und diese ersetzt, dann wäre es hier gar kein Problem. Aber, ne, haben wir nicht. So, du bau bitte zwei von den Alien-Lampen. Und du erforsch bitte. Copper Wires zu erforschen klingt echt praktisch. Ja, grün, da bin ich echt neugierig, was er rausspuckt bei grünen Chips, weil es gibt keine grünen Chips mehr. Also müsste er eigentlich braune Chips rausspucken, was uns tierisch viel Fabriken sparen würde. Braucht er wieder 200 Superkondensatoren. Stimmt, die Schwefelgeschichte wollte ich auch noch machen mit den Schwefelbäumen. Das braucht wieder doofes Zeug. Wir sind schweineteuer. Nee. Erforsch mal das Replizieren von Solarpanels. Was? Replication Solarpanel. Achso, Solarpanel 1. Wegen dem L und dem I dahinter dachte ich, es wäre gerade 2. Nee, das ist okay. Research. So. Lichter sind in Arbeit. Was macht Strom? 4,5 Gigajoule. Sauber, sauber, sauber. Haben wir noch irgendwas von dem Zeug hier, was wir setzen müssten? Ja. Müssten noch Solarpanels setzen. Keine Akkus, keine Akkus. Langsam echt viele geworden, ha? Schön, 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 schön. So, hier müssen wir Muster, Muster, Muster. Und ja, die Lampen gleich richtig schön dazwischen setzen. Wo ist die nächste Alienlampe? Da ganz hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, super. Gerade Zahlen. Find meine Mitte. Ich tue einfach irgendwo hin. Problem ist, dass der nur wieder im Weg sein wird. Aber um sowas kann ich mir später Gedanken machen. Ich bin froh, dass ich wenigstens ein paar Sachen habe, die schick aussehen, wie die Solaranlagen und die Akkuanlagen. Das ist alles gut. Und dass wir wenigstens außenrum das Muster haben mit diesen Poles hier. Da kann es drin noch ein bisschen Kuddelmuddel aussehen, das ist okay. Dann kann ich dann später wieder so eine Aufräumfolge machen oder so. Das ist ja auch ganz schick. Also du. Achso, du tun wir jetzt einfach mal, oder dich tun wir jetzt einfach mal dazwischen. Zwischen ist auch eine Alternative, hm? Ja, hier habe ich jetzt gar keine Aussetzer. Das heißt, hier müsste ich auch keine Aussetzer haben, weil es nah genug beieinander ist. Das heißt, unten ist jetzt nur das Problem. Hier irgendwo. Ja, hier ist ein Problem. Ist aber auch noch nicht im Muster mit vereinbar, das ganze Gebiet hier unten. Weil die alle noch die alten Poles haben. Das heißt, ich mache einfach mal die hier hin, tue jetzt eins dahin und werde dann immer zwischendurch mal wieder hier was abreißen. So, hier kann ich jetzt auch wieder scrollen. Das heißt, hier müsste jetzt noch eins hin, aber das passt auch, weil ich denke mal. Oh, schön weiter craften. Ich denke mal, inzwischen wird er viele von diesen Alien-Dingern da fertig haben. Von denen da. Von Charged FC. Was steht da? Uncontained Alien Fuel. Dangerous. Wenn du leuchten möchtest, dann ist es einfach. Vielleicht wirst du der nächste Hulk oder Superman. Unwahrscheinlich. Was mache ich hier oben? Gar nichts. Kohle abholen vielleicht. Na, ist ein bisschen Kohle. Ist okay. Was ist die Kiste mit Dingen, die wir irgendwann noch mal brauchen können? Tue ich hier nochmal was zu. Und zwar tue ich dazu die ganzen komischen Erze. Das Plastikzeug. Das Erz. Das da. Die Offshore-Pump, die Leichen, die Germlings, die kaputten Türme, Boiler, Steam Engines, das da. Oh, stimmt, wir haben unsere Luftanlage abgebaut, ne? Whoops, da war Wasser. Ja, sollten wir demnächst wieder aufbauen irgendwo, denke ich. So. Dun, 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 dun. Fehlen jetzt nur noch 2045, richtig? Suman, das Suman. Mal weiter. Ah, und wir haben nicht genug Magnete, weil wir nicht genug von denen da haben. Achso, wenn ich noch Eisen haben. Sagt das doch einer. Du bist zu langsam. Viel zu langsam wahrscheinlich. So, genau. Forsch, 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 forsch.
Ihr kriegt da noch einen. Ihr macht das schon. Weiße Chips. Mwahaha, was fehlt? Die Circuit Boards fehlen. Bei den Circuit Boards fehlt Tin und Kupfer. Ich dachte, Tin sollte nicht mehr fehlen. Ach nee, das haben wir gar nicht angeschlossen. Wir müssen theoretisch auf die Seite des Fließbandes noch Tin bekommen. Das läuft hier oben lang. Das ist unpraktisch. Splitter.